Ja, moin Leute, ich habe vor 2 Monaten schon mal ein Video gemacht über das iPhone 6. Das hier ist ein Dummy, also eine Einheit, die aus Gerüchten und aufgetauchten Teilen zusammengebaut wird, was dann Case-Hersteller verwenden, um danach die Cases für das nächste iPhone zu produzieren, damit die so früh wie möglich verfügbar sind. Und wie gesagt, ich habe hier so eine Dummy-Einheit und die Dummy-Einheit wollen wir uns heute mal ansehen. Das heißt, das ist also kein echtes Handy, sondern nur wirklich so gebaut, dass es so aussieht, wie das iPhone 6 dann aussehen soll. Zuallererst fällt uns das Gewicht auf und zum Gewicht, das Gerät ist eben ziemlich leicht, aber dazu können wir nicht wirklich eine Aussage treffen, weil es ist noch eine Dummy-Einheit und es ist nicht wirklich das finale Gewicht, sondern dort kommen dann noch Hardware dazu und so weiter. Aber wozu wir was sagen können, ist, wie es in der Hand liegt. Und das Gerät, muss ich sagen, liegt einfach gut in der Hand. Wir haben diese abgerundeten Rückseiten und diese abgerundete Vorderseite auch. Und das fühlt sich gut an. Also das Gerät liegt wirklich gut in der Hand. Da kann man nichts sagen. Aber es fühlt sich einfach noch billig an. Es fühlt sich nicht gut verarbeitet an. Und das liegt einfach daran, dass es diese Dummy-Einheit ist. Es ist Plastik, auch das hier hinten auf der Rückseite, das sind jetzt nur aufgemalte Striche. Das sollte dann in der finalen Version, sollte es Plastik sein, weil die Rückseite ja aus Aluminium besteht. Und Aluminium, das wissen wir, schirmt Handystrahlung und so weiter ab. Und damit man auch Empfang haben kann mit dem Gerät, brauchen wir dann natürlich Plastikeinsätze. Und das sieht ein bisschen ähnlich aus wie beim HTC One, aber auch nicht wirklich, weil wir beim HTC One M8 nur diese Striche haben, die sozusagen von rechts nach links gehen und nicht auch noch hier oben. Also von daher auch wieder ein bisschen einzigartiger, aber auch nicht wirklich. Wenn wir aber davon ausgehen, das sollte im finalen Apple-Produkt dann besser sein, weil einfach dann haben wir eine gute Verarbeitung, dann kommt es direkt von Apple und dann sollte das Ding auch wirklich angenehm in der Hand liegen. Das neue iPhone 6 soll dann ein 4,7 Zoll Display haben auf der Vorderseite, also ähnlich wie zum Beispiel das HTC One M7, also der Vorgänger des HTC One M8 oder auch zum Beispiel das Moto X, aber ist dafür trotzdem relativ groß. Also hier mal im Vergleich mit dem iPhone 5 und dem Nexus 5 und da ist es doch schon ein relativ großes Gerät für die Bildschirmgröße. Aber ich fand es am Anfang hässlich, um ehrlich zu sein, aber je mehr ich es in der Hand habe, desto wahrscheinlicher denke ich, dass es wirklich so sein könnte, dass Apple genau dieses Gerät rausbringt, weil es einfach, Apple-mäßig aussieht, ein bisschen. Es ist nicht wirklich einzigartig, aber es sieht aus wie ein Gerät, was Apple konzipieren und rausbringen würde. Ich meine, das Gerät ist dünn, wir haben den Power-Button auf der Seite und es sieht einfach irgendwie aus, es ist logisch durchdacht. Es fehlt aber zum Beispiel noch der Dual-Flash bei der Kamera, der irgendwie dann natürlich im Finalen mit drin sein sollte. Aber das ist es eigentlich zu dem Gerät. Es ist noch nicht wirklich was Besonderes. Mal gucken, was Apple damit rausbringt, aber das könnte das nächste iPhone sein. Mein Kollege Felix Bach hat dazu eine Umfrage auf der Straße gemacht, bei der ihr mal gucken könnt, wie andere Leute reagiert haben. Aber ich möchte wissen, würdet ihr euch dieses Handy kaufen mit 4,7 Zoll oder vielleicht auch mit 5,5 Zoll, wenn das rauskommt? Würde mich unglaublich interessieren. Sagt einfach mal Bescheid und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin sehr gespannt, was eure Meinungen zu dem Gerät sind. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.